Ihr seid zurück. Gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Moutier getroffen? Was wollte er? Och, na ja. Immer diese dramatischen Pausen. Wer will das in den Kessel umbringen? Kann man ganz locker sagen, aber nein. Moutier wünscht. Dum, 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 dum. Dass wir den Kaiser ermorden. Pada. Das ist nicht euer Ernst. Doch, doch. Ja, hier. Was ist das? In dem Brief, ja, ja, sollen sie auch kommen. Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Ja, die Mutter, ja, garantiert nicht. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Moutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Ja, wir machen das. Echt? Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Ehrgeiz. Ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen. Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Ja, was ist denn damit? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Nee. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Riftum. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung. Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Das ist ja schön, dass wir ihm vertrauen können. Na gut, dann muss ich wieder aufstehen. Habt ihr mittlerweile Messer hier irgendwo rumliegen in euren Schränken? Gold. Nehmen wir mit, aber... Eine Karte hier kann ich nichts machen. Das ist auch eine sehr spartanische Karte, muss ich sagen. Da steht wenig drauf. Naja, Schwester. Ja, auf zu Delvin Mallory. Da kann ich doch direkt mal... Ich lasse mich gleich mal eine Diebesgilde ein. Für Taschendiebstahl müsst ihr auf jeden Fall schleichen und alles gut genug sein, dass es klappt. Dann mache ich das mal eben. Das zeichnet sich jetzt schon zum zweiten Mal. Also das beschäftigt sich wie sehr mit der Quest, die man gerade macht. Oh, boah, laut. Auf nach Hüften. Oh, das ist ja oberweit weg. Also wenn man da wirklich reisen müsste, also so mit Pferd. Oh, das wäre eine Strecke. Nicht schön. Vor allem verdammt weit. Oh, abbrechen? Nein. Laut XSplit habe ich immer noch 7 Viewer. Klar. Die alte Frau, die das Waisenhaus geleitet hat, wurde ermordet. Und sag mal, habe ich euch da nicht herauskommen sehen? Hast du nicht. Landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifton? Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht. Hallo Helga. Neu in Rifton? Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Die Herberge ist nichts für euch. Ich verkaufe diese Lederjacke. Ja. Natürlich nicht. Habt ihr erwartet, dass ich mich jetzt allein darum kümmere? Meine Nichte Svana hilft mir bei den anfallenden Arbeiten. Sie wäre mir eine größere Hilfe, wenn ihr Kopf nicht immer in den Wolken stecken würde. Sie lebt bei mir, seit ihre Eltern von Räubern getötet wurden und sie mir in den Schoß gelegt wurde. Was? Was? Was hast du für eine Frage? Im Winterfeste gibt es eine Akademie, die Magie lehrt. Sie ist aber sehr verschwiegen und ihr wisst ja, wie die Leute Geheimniskrämerei hassen. Der Hofzauberer der Sial wurde dort ausgebildet. Steckt voller Geheimnisse. Ja. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe mache. Ja, ich weiß auch nie, warum ich mir Mühe mache. Also wirklich, das ist mir
Ein totales Rätsel. So. Nein, ich will ihn noch nie Waffen ziehen. Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein dreckiger Bettler. Warum solltet ihr schon mit mir reden wollen? Ihr habt auch noch nie ehrlich für all euer Geld gearbeitet, was? Nein. Bitte was? Ihr besitzt zwar Geld, habt davon aber nicht einen Septim mit ehrlicher Arbeit verdient. Das kann ich sehen. Bestimmt sogar. Obwohl doch, ich habe Räuber umgebracht. Ja, aber das ist eine Sache der Einschätzung. Wie jemand geht, was er trägt, all das sind klare Signale. Ja, was? Oh, das stimmt aber nicht. Geld ist mein Geschäft. Vielleicht hättet ihr gerne eine Kostprobe. Woran habt ihr gedacht? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, brauche dabei aber Hilfe. Und in meiner Branche wird Hilfe gut bezahlt. Aha. Was muss ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Alles klar, kein Problem. Das Gesetz brechen? Macht ihr Scherze? Nein, ich bin grundehrlich. Ach klar, ist klar, mach ich. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Sagt mir, wenn ihr bereit seid und wir legen los. Jetzt? Ich bin bereit, fangen wir an. Gut. Keine Fragen mehr. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Was geht ja voran hier? Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Hallo. Das müsst ihr hören. War das hier das richtige Ding? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Warum hat das hier nicht gerade so einen leichten Grünschicht, das Schloss? Muss das so? Oh nein, ich habe doch noch so wenig Dietrich. Ich sollte weniger verschwenderisch mit den Dingern umgehen. Aber deswegen gehe ich ja generell gerade zur Diebeskill. Oh Gott. Boah, jetzt muss ich die Schatulle auch noch knacken. Ach, das ging ja schön. Einfach. So, mal dieses Silberring. Und 50 Gold. Die. So, jetzt kommt der schwierige Teil, wo ich letztes Mal ja 20 Mal... Was gibt es denn diesmal? Geduld, Brandschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Brandschei? Wem soll ich das Ding unterstecken? Über die Irrlichtessenz gesagt. Oh, ich kann ihn die Tunika mit Gürtel klauen, das merkt er nicht. Krasse Sache. So, wo ist denn jetzt mal dieses Silberring? Da. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Scheiße. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz. Und nochmal. Also das wird, glaube ich, jetzt sich einmal öfter wiederholen, bis ich es schaffe. Das ist, glaube ich, mein letztes Mal. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßen wieder, wenn ihr etwas kaufen wollt. Was für eine Zeitverschwendung. Finde ich auch. Wo ist denn hier? Ich wusste, dass ich nicht hätte warten sollen. Ich Hallo, Brynjolf. Ich habe die richtige Person für den Auftrag gewählt. Ja, hat einfach funktioniert. Eure Bezahlung, wie versprochen. Boah. Wenn man bedenkt, wie es hier in letzter Zeit läuft, ist es schön, dass unser Plan ohne Probleme über die Bühne gegangen ist. Oh, ich habe Gold gekriegt. Meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, ihr habt den Auftrag gut erledigt. Und was noch besser ist, es gibt noch mehr zu tun, wenn ihr bereit dafür seid. Okay, klar. Ich bezahle es zwar wirklich gut, aber ich weiß nicht. Das erscheint mir alles so ein bisschen zwielig, ne? Es, auf keinen Fall! Es war falsch, diese Dinge zu tun. Ist klar. Das schaffe ich. In Ordnung. Dann sehen wir mal, ob das stimmt. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifthorn, in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr es heil dorthin schafft, werden wir sehen, ob ihr es wirklich drauf habt. Ich muss dringend mal rausfinden, wo ich dieses Auraflüstern her habe. Das wäre jetzt echt voll nützlich. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Verdammt. Hä? Warum kann ich die... Was sind das hier für Tränke? Warum kann ich die nicht klauen? Rauf und also los, Mannschein. Schmeckt eure Taschen aus. Wir wissen, dass ihr ihn habt. Schützt euch richtig. Was? Der Beutel kann nur mit Schlüssel gehen. Stellt euch nicht blöder als ihr seid. Ich sag der Tasche. Ja, das hatten wir schon mal. So, Rattenweg müssen wir jetzt auf jeden Fall. Ich sage euch, dass ich. Warte mal. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können.
Ja, die legendären argonischen Handwerker, die kennt ja jeder, ne? Von denen hat man ja schon immer gehört. Überall, die legendären argonischen Handwerker. Die haben es auf jeden Fall voll drauf. Gibt keine besseren auf der Welt. So, jetzt hier erstmal Quick Save nochmal eine Runde. Ich will mal noch den Bogen für 2 greifen, aber ist ja gar nicht notwendig. So, ich glaube. Laut hier. Also der Keller ist ja sehr atmosphärisch, ne? Guck mal, da ist eine Falle an der Tür dran. Komme ich irgendwie durch? Kann ich hier durchdiffundieren? Nein. Nein, hier ist niemand. Ich weiß nicht, Dorf. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut. Was? Scheiße. Das sind gleich 2. Warte mal, ich lade mal kurz. Ich möchte mich den Dialog hören. Ich weiß nicht, Dorf. Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Warum führt ihr euch immer wie ein großes Kind auf? Ich habe uns so weit gebracht. Ah, 3. So weit? Wir leben in einem Abwasserkanal. Ihr sagtet, wir würden ein Haus so groß wie das der Schwarzdorn-Familie haben. Ihr kümmert euch darum, Leuten die Köpfe einzuschlagen. Ich kümmere mich um die Gilde. Einverstanden? Was haben die hier vor? Ich überbrücke den Eingang zum Ratten. Ich bin gleich wieder da. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Läuft jetzt an mir vorbei? Typ? Ach, das wird toll. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich quicksave nochmal, sonst... Vielleicht muss ich den noch mit dem Bogen niederknüppeln, wenn es nicht klappt. Ist da jemand? Hat 1A funktioniert. Hä? Ist da unten noch was? Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn die NPCs auf einmal auf die tolle Idee kommen würden, mich von hinten und wie anzuschleichen, mich zu töten. Das wäre schlimm. Elfenbogen ist meiner eigentlich besser. Meiner macht, der Orkbogen macht 36 und der macht 43. Das ist besser. Elfenware, 1A Zeug, so. Den boge ich dann mal weg mit meinen Dreifachschaden. Zeitlupe. Hat 1A funktioniert auf jeden Fall. Ach ja. 2 Pfeile im Kopf ist natürlich auch ziemlich bitter. Am Pfeil im Knie wäre natürlich schlimmer gewesen. Da hätte er ja gar nichts mehr machen können. So ist er wenigstens nur tot laut. Verdammt. Letztes Mal bin ich hier ziemlich gewaltvoll durchgerannt. Da habe ich mich ja nicht lange mit Formalitäten aufgehalten. Oder so schleichen oder sowas. Ach so. Ja, hier wäre die Abkürzung gewesen, wenn man dann den Hebel da oben drücken würde. Aber kann ich halt gerade nicht. Ich muss ja erst rumlaufen. Und so Leben entdecken wäre echt jetzt praktisch so. Oder halt wissen den Schrei. Gut, dass ich nicht vorwärts gegangen bin. Aber ist das nicht hier... Ja genau, wo ich vorhin noch gesagt habe. Oh, guck mal, da ist eine Falle dran an der Tür. Was ist hier? Ist das hier? Wo ich denke, dass es ist? Ach komm, ich mach's trotzdem. Schön. Hat's überhaupt nichts gebracht, aber sah schön aus. Na ja. Tür? War hier nicht der komische Boxer drin? Ging ja in die Faust. Ach, da ist er doch! Boah, den habe ich gar nicht kommen sehen. Der hat sich im Dunkeln versteckt. Der Penner. Ja, eigentlich krieg ich tot. Was gab dir so? Ja, den kriege ich auf jeden Fall tot. Nicht. Verdammt, jetzt bin ich wieder hier. Ach Mann. Ja, Epic Fail, ja, ich glaube auch. Ah, komm, 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 durchziehen. Diesmal war es nicht so schön. Amethyst, cool. Also weiß ich immer, dass ich bis zu dem Raum kann ich durchrennen. Danach muss ich mir bei den Typen was einfallen lassen. Echt ärgerlich. Ich dachte, dass er mit seinen Fäusten so viel Schaden macht. Vor allem mein armen Fell. So. Ach nee, das war ja die andere Tür. Das war ja hier. Völlig harmlos, die Tür. So, hier braucht man ja nicht. Was haben wir hier eigentlich noch? Och, eigentlich nichts von Wert, würde ich sagen. Nee, hier auch nicht. Nein.
Mach den mit Fußrudar kalt. Ja, bloß doof, dass ich gerade kein Fußrudar habe, sondern ich habe nur Fuß. Und Fuß ist allein nicht besonders stark. Da war eine Ratte. So, jetzt nochmal. Weil ich war ja noch gar nicht bei den Graubärten, die mir... Ich weiß, dass der da irgendwo da vorne ist, aber ich sehe ihn gerade... Ach, da, in der Ecke sitzt der. Einfach lächerlich, wie ich ihn nicht getroffen habe. Gar nicht. Jo. Ah, mein schönes Amulett von Ständer habe ich nie geschlagen. Das war so gerade das ziemlich. Ach! Er hat extra Faustkämpferschuhe.